Ja, mach, komm. Ja, gut. Also, somit herzlich willkommen ja wieder im Wald beim ne, der Hunter 2015 mit dem Tino und dem Randy. Und mit Hallo. Mir. Ich wollte so bei 3, 2, 1 das 1 nochmal erläutern, so wie Echo-Effekt. Weißt du, ich oder? Habe wieder eine Rentierspur gefunden von meinem Lieblingsrentier seit der letzten Folge. Und es war Blut. Oh. Jetzt auf einmal wieder Blut. Das klingt so komisch wie Stopp, weißt du? Ach so, nee, ich wollte also 3, dann 2, 1, 1 und los, verstehst du? Mhm. Ja, er wollte ein bisschen Rummelfeeling machen. Ja. Rummel wäre immer wieder schön, wenn treffen wir uns da mal wieder. Zum Rummel? Du willst doch noch Glühwein saufen. Nee, gerade das Gelümpe trinke ich nicht. Ich auch nicht. Der Geruch ist wieder, damals in der Ausbildung war ja, komm, trink mal einen Glühwein. Ich sag, lass mal, ja, dann trink, nimm mal wenigstens einen Schluck. Ja, der Schluck hat gereicht. Kriegst du dünnes da immer. Pfui, ich hab den ganzen Rummel beigekannt. Ja, so aggressiv warst du nicht, aber widerlich, Alter, die ganzen Gewürze und Das beste Ausrede ist, was Glühwein? Ich nehm lieber einen Krog, da bin ich schneller voll. Was ist ja aus mit diesem Rentier? Jetzt ist ja wieder keine Spur mehr. Das gibt's ja nicht. Gerade war noch Blut und jetzt ist es wieder weg. Wo ist denn diese Pissbirne hingelaufen? Das gibt's ja gar nicht. Naja, die laufen ja noch ein Stück. Irgendwann sind sie zu schwach zum Laufen. Kippen. Und nee, dann hocken die sich hin. Die leben aber dann noch. Und wenn du dann aber zu schnell nahe kommst, weil du zum Beispiel rennst oder so, dann springen die wieder auf und rennen weiter. Ja, doch. Ich dachte, das ist ein Fuchs hier drüben, Mensch. Da haben wir jetzt gerade nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Also, keine Spur mehr vom Rentier, ich krieg hier Standbild! Ich hatte jetzt gedacht, das Spiel hat sich aufgehängt. Das gab es aber bei der anderen eigentlich noch nie. Nee, deswegen, ja. Und gerade noch zu der schönen Weihnachtsmusik. Falls euch das Lied bekannt vorkommt, meine Freunde. Ja. Wird auch für den bekannt. Adventskalender. Ne, das hat der Herr Frenkel als für seinen Adventskalender als Intro. Mhm. Ja. Aber das hast du voll geklaut. Aber voll. Moment, das muss ich erstmal kurz analysieren. Wie weit seid ihr von mir überhaupt entfernt? Also wenn du zu mir kommst, Tino, haben wir zwei Elche. Die eine ist zwar ein bisschen aufgeregt. Naja, 400 Meter. Krusch mal hin, die sind ganz ruhig. Also die eine ist auf jeden Fall ruhig. Also ich jetzt 4 Meter. Na, 400 Meter renne ich jetzt nicht zurück. Wieso zurück? Ich prüfe, wo du bist. Achso, du bist Richtung Klicki gelatscht. Naja, hier ging die Spur lang. Achso, na gut, dann bleib bei Klicki, dann bleib ich hier. Wieso schlägt ihr meine Tarnung null an? Weil, steht das schon weit. Das ist schon in Ordnung. Ich habe ja immerhin noch meine Weihnachtsmusik. Solange die Batterien im Walkie-Talkie reichen. Ist ja echt, der Doc soll mich ja nicht anschreiben, Alter. Komm ich persönlich, ey. Zieh ihn durchs Handy. Warum denn? Da will er noch ein Let's Play mit dir machen. So ein Kackrentier hier, ey. Weil man die Fratze geschossen mit dem Pfeil und das Vieh, das rennt ja noch, keine Ahnung, über einen halben Globus. Man schießt da nicht in der Fratze. Hab ich auch nicht. Das war einfach nur so bildlich gesagt. Aber weißt du, wo Doc jetzt damit angefangen hat? Nee. Doc ist jetzt unter die Bauunternehmer gegangen. Wie jetzt? Ja, im Bausimulator. Dr. X? Ja. Ja. Mit dem guten. Achso. Alter, 1, 2, 3, 4, 5 Elche hier! Mini-Party, würde ich sagen! Das gibt's gar nicht, ey. Achtung, ich schieße. Moment, ich warte noch ein bisschen. Warte mal. Nehmen wir ein Repetiergewehr, ein bisschen schneller. Ein Bär. Ein Braunbär. Schön. Aber was für ein Riesenvieh. Ja. Aber der hummelt einen Berg hoch. Da hat er dich gesehen. Na, ey, der ist, warte. Ja, das ist egal, also. 200 Meter? Die Viecher, ja. In Richtung ich oder? Nee, guck mal, ich lauf. Warte mal, Klicki, wo bist du denn? Komm mal zu mir, Klicki.
Da hinten steht nämlich schon noch ein Reh und ich habe jetzt hier auch noch eins angelockt gerade. Ich habe einen dicken Braunbär, der steht vom Felsen und kommt nicht weiter. Vielleicht hat er sich festgepackt. Kann ich von hinten in den Arsch rein. Tja, was wollte ich jetzt sagen, ne? Ist auf jeden Fall die Verbindung leicht abgebrochen. Ja, das ist erstmal, glaube ich, kurz down. Na gut, die Elche können wir ja eigentlich getrost. Ich hoffe, ihr wisst, dass dieser Braunbär jetzt meinen kompletten Zorn des Rentiers zu spüren bekommt. Er schießt. Also, ich sag mal. Du kriegst hier so einen Böhmer, brennst hin und trischt auf den drauf oder was? Das will ich sehen. Ich kann dir sagen, wie es ausgeht. Du schießt den in den Arsch, der packt sich frei, rennt weg und was war's? Du kriegst einen Zweitbrief. Richtig. Den Bären auch schreckhaft? Eine Frage. Den Bären schreckhaft. Eine Frage. Ja, was denn für eine Frage? Moment, das muss ich vom Teamspeak ablesen. Eine Frage, woher wissen blinde Menschen, wann sie ihren Arsch genug abgewischt haben? Ach, das kenne ich irgendwo auch. Naja, hab ich als Avatar, oder? Woher wissen sie es? Ja, das wurde leider nicht beantwortet. Patrick hat halt nur die Frage gestellt. Achso. Das ist zu gut. Das kommt eigentlich aus der Szene, ist Mayonnaise ist ein Reh, ein Instrument? Die Tiere springen hier einfach rum. Und nochmal Silent Night, meine Freunde. So, ich befinde mich Silent ja leider Night schon an der... Silent Night klingt total scheiße. Was? Silent Night, das klingt total scheiße. Das heißt Stille Nacht, Mann. Ja, sorry, aber es ist halt nur das Amerikanische hier, ne? YouTube hat nichts Deutsches. Weil das Problem ist, bei den deutschen Liedern ist es immer so, dass die GEMA sagt, Moment, wir schützen unsere Künstler. Das darfst du nicht auf YouTube stellen. Die Amis sagen, nimm! Dann singst doch selber ein und pfleg das in den Hintergrund. Na klar, hast du sonst noch einen Wunsch? Ein Cioccolino vielleicht? Ja, einen Flammkuchen noch dazu, wenn du jetzt schon dabei bist. Wir haben nämlich mal den Cioccolino gesucht. Sieht sehr köstlich aus. Cioccolino? Deutsche Gusto. Ja, genau. Denn Payback hat mir nämlich geschrieben, ich könnte mir so einen also so eine komische Nesco-Automaten holen für meine 1337 Punkte. Müsste nur noch 50 Euro zuzahlen. Na, wenn es ein deutsche Gusto ist, ist es extrem billig. Ja, die kostet original, glaube 70 Euro bei Amazon. Ja, ist es eine deutsche Gusto? Ja, ich glaube. Also den Cioccolino, den wir gesehen haben, Mordler. Also die deutsche Gusto, die ich habe, kostet 160 Euro. Gibt's da mehrere, die es gedehnt zu anbieten? Ja, deutsche Gusto gibt's verschiedene, ja. Ne, da war das so der Einsteigerklasse gewesen sein. Weil die kam nur 70 bei Amazon. Neupreis. Aber so ganz kleines Ding, 600 Milliliter Tank hinten drin und hab Spaß. Das war, glaube ich, keine deutsche Gusto. Wir hatten das hieß, glaube ich, anders. Auch irgendwie so ähnlich, aber mit Kapseln, aber das war, glaube ich, was anderes. Wär's weg. Passt aus. Was rennt? Warum gehst denn du so nah ran, wenn du den von da schon gesehen hast? Was soll ich machen, wenn er wegläuft? Ich dachte, er hing am Stein fest. Nee, er ist ja dann weiter, er ist dann in eine andere Richtung weitergelaufen und ist über den Berg drüber. Ach so. Dann muss ich ja irgendwie nachher und jetzt bin ich auch über den Berg drüber und jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Den Pissbirnen. Wenn wir Glück haben, kommt das Rentier hier noch ins Reservoir mit rein. Nächste, was ich sehe, schieße ich mit der Flinte direkt. Pass auf, rechts ein Baum. Beides Pupsloch. Warte mal, hier vorne ist meine Spur. Da muss ich erstmal hin. Kommst du eigentlich zu mir, Kliggy? Ja. Ja, aber ich hab ja noch ein. Es hat ja gerade noch ein Reh gerufen. Da hoch soll der sein, okay. Ist bloß nicht da, da oben soll es sein. Da wo ich bin, ne? Nee. Also Bär und Pfeil und Bogen wird definitiv nichts, ne? Na, da brauchst du schon viel Skill. Erstmal um so nah an den Bären heranzukommen. Ja. Na? Dann komme ich ja schon mal sowieso nicht. Und dann halt zu treffen, wie so
Da musst du gut treffen, sonst wird das eine etwas längere Reise. Ja, ich hab auch keinen Bock, dass der Doc mir hier auf den Sack geht. Bin ich. Ah ja. Das Bein ist. Jetzt muss ich mal gucken, wie Spur hier flüchtend ist. Ey, krieg ich einen Anfall. Flüchten! Ja. Oh. Selbst wenn wir am Flüchten, die flüchten nicht lang. Kommt, meine Freunde, kommt ins Reservoir. Drei Rentiere, vier Rentiere, alle männlich. Das ist doch sinnlos, fünf Rentiere, alle männlich. 800 Meter. Aber alle halt außerhalb vom Reservoir. Oh, guck dir die Horde an, Alter, ich bin blöd. Ein Leben für die Horde. Vor der Horde. Warum sind die... Ja, entweder sind die gerade gespawnt. Nee, die können sich doch frei bewegen, auch außerhalb des Reservoirs. Ach ja, stimmt. Ich kann aber halt auch nicht außerhalb des Reservoirs reinschießen, das ist halt das Problem. Spawnen tun die Tiere normalerweise, wenn du anfängst, die Karte zu laden. Boah, Alter, und alle auf einen Fleck übelst. Wie machst du das jetzt am besten? Schieße. Ah, warte, kannst du nicht noch warten? Nee, weil ich habe ja so ein Rentier direkt neben mir. Ach so. Ja, dann würde ich sagen, zähl an. 3, 2, 1. Ach, jetzt habe ich vergessen, eine Mumpel reinzustecken. Verdient. Da bin ich mein Drescher. Ja, immer erst angeben, das ist so voll uncool, das automatische Nachladen. Aber dann, wenn es drauf ankommt, dann vergackst du. Ja, ne, weil jetzt wird gesagt, ich würde schießen, habe ich mir gedacht, ach, könntest du dich aber mit dazu entschließen. Ich hatte es schön im Visier, aber es ist irgendwie. Die sind schon gefallen, ne? Die schon gefallen? Ne. Ja, mit der großen. Durfte trotzdem nicht weit gekommen sein. Jetzt bin ich gespannt, wo die. Wenn die weiter. Ne, die müssen. Wo müssen die denn hin? Die müssen zu mir. Sonst sind die immer noch außerhalb vom Brand. Wie halt geht denn das Rasser? Ach so, das ist scheiße, das geht ja wohl endlich weit, oder? Da muss doch eine Spur sein, bin ich. Ja. Fuck it. Das Spiel ist kaputt. Spiel ist kaputt? Hm. Kann nicht kaputt sein, wir spielen's doch. Ah. Ich hab das hier angeschossen, hier sind null Spuren. Das geht doch nicht, oder? Hast du es direkt markiert, wo du es angeschossen hast? Oh, nee, hab ich nicht. Das ist nämlich wichtig, manchmal sehen die Flecken nämlich. Ja, hier liegt's. Siehst du, aber erst mal aufregen, weißt du? Ja. Erst mal motzen hier, Scheißspiel, kaputt. Ja. Komm her, mein Süßer. Mach ich schon, ich bin auf dem Weg. Mhm, danke. Aber ich meine den anderen Süßen, ich hab noch einen Verlobten. Achso. Nein. Was? Hm. Ja? Mhm. Ja, die darfst du aber nicht rumliegen, das weißt du ganz genau. Wann? Wir gucken mal in den Spiegel. Scheiße. Dann der geraucht. Keine Ahnung, vielleicht hat er was Schlechtes gegessen. Oh ne, kein Reh, ey. Mehr Reh hab ich überhaupt keinen Bock. Schmeckt aber eigentlich ganz gut. Ja, schmeckt super, aber. Und da knallt's. Nein, ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Ja, wenn sie außerhalb des Reservoirs flüchten, das ist scheiße. Ja, das ist, da musst du von der Seite dann schießen. Hab ich ja. Kann nicht weit gekommen sein. Aber vielleicht kann ich auch da reinrennen und den kurz analysieren. Oh ne, der rennt hier hinten. Ach du Scheiße. Ja. Na, ich lüfte mal zu der Sehenswürdigkeit jetzt langsam mal, damit wir es hier noch hinkriegen. Habe ich den dann bitteschön getroffen? Ist das neu? Das Blut ist aber halt keine Erklärung, warum? Liegt das noch am Skill? Das liegt am Skill. Das kriegst du, glaube ich, erst ab Spurensuche 2 oder 3. Ab 3, glaube ich. Kriegst du das erst. Ab 2 bekommst du. Sind 12 Millionen Spuren. Wenn du
Also wenn der ruft und du analysierst das, ob das männlich oder weiblich ist, das bekommst du ab Level 2. Mhm. Dann kommt das mit dem Blut, dann kommt das, glaube ich, mit dem Kackehaufen. Das Problem ist, du musst das ja für jedes Tier einzeln machen, ne? Für jede Tierart, ja. Das ist voll zum Kotzen. Naja, ist ja aber normal, weil ich sag mal, der Kackhaufen von dem Reh sieht halt anders aus wie der Kackhaufen von dem Bär. Kackhaufen ist Kackhaufen. Naja, ist bloß ein bisschen Unterschied. Ich sag mal, weil der Kackhaufen von dem Elch ist so groß wie eine ganze Stockente. Mit so einer Stockente kackt nicht so viel, oder was? Nee, ja, also die könnte sich da drin eigentlich verstecken. Ja, das willst du überhaupt wissen, dass ein Kackhaufen vom Elch so groß ist? Alles schon gesehen. In real life? Und klar. Ein Kackhaufen vom Elch? Ja, die rennt uns ja alle durchs Dorf. Nee. Kommt mir gerade vor wie bei DayZ. Warum hast du eine Cola gefunden? Dann würde ich mal sagen, kein Respekt, wie sie das Spiel geupgradet haben. Sieht dreimal schöner aus. Naja, gut. Naja, gut. Sieht hässlich aus. Das stimmt. Denn aber alle Spiele, Arma sieht auch hässlich aus. War mal drei. Nur an einigen Stellen, wenn sie es mit der Lichtstimmung hinkriegen, geht's eigentlich. Und mit diversen Mods. Hörst du mal auf zu rennen da hinten? Du rennst doch. Naja, wie soll ich denn jetzt aufholen, du Held? Hier ist ja eh nichts. Der macht die ganze Weihnachtsstimmung kaputt. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ich im Hintergrund habe für ein Lied, aber es passt gar nicht. Warum schicken der mich nicht eigentlich? Warum warnt der mich? Achso, alles klar. Ich gehe schon wieder aus der Sperrzone raus. Nee, hast du was? Hast du was? Nicht in der Sperrzone? Nee. Hast du was? Dann bist du was. Alter. Letztes Mal lief so gut, da hatte ich so viele Abschüsse, ey, und jetzt hier bei dieser... Ja, das war wohl Red Feather Falls. Das ist normal. Ja, das ist, also wer da nicht schießt, der schießt mit Platzmummeln oder so. Da hast du so viel, weil es ja auch sehr viele Tierarten gibt auch. Rentiere, Spornsuche Stufe 2. Das hier. Hier sind ohne Scheiß vielleicht 40 Sporen. Hier sind alles Rentiere, aber alles an dieser Scheißgrenze. Ja, das ist auf jeden Fall Kaka, du. Ja, ich kann, ich schlüpfe außerhalb, also wenn ich in der, wenn ich in, also außerhalb bin, kann ich aber von außerhalb und nicht nach innerhalb schießen, ne? Nee, wenn du außerhalb bist, hast du ja nur 20 Sekunden Zeit, wieder zurückzukommen. Ja, es würde ja reichen, sagen wir es mal so. Ja, 20 Sekunden sind nicht lang. Nee. Ja, reich schießen raus, ne? Ja, du kannst ja auch nicht nach außerhalb schießen. Na, das ist halt, und genauso wenig wie du analysieren, hast du halt 20 Sekunden Zeit, wenn das Vieh außerhalb liegt. Das ist zu weit weggerannt. Das kriege ich leider Gottes nicht. Aber wie ist denn der Zeit überhaupt? Oh, cool, 18. Danke, Liggy. Achso, ja. Und eine Happy New You wünscht sie uns noch. Happy New New? New New. Dann Happy New New, das darfst du nicht vergessen für den Spruch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.